In der Kindheit, ganz besonders auch, wo dieses Mobbing im Kindergarten, in der Hackordnung, wo viele auch mitmachen, manchmal schon disponiert durch die Eltern, abgelehnt, indem gesagt wurde, du taugst nichts, du kannst nichts, du bist nichts, und zu wenig Liebe und unterdrückt. Und die sind so introvertiert, die Kinder, sind dann im Kindergarten ein bisschen Außenseiter und dann suchen sie sich sozusagen ihre Opfer aus, die eh schon schwach da sind, die sich nicht so gut integrieren können, die angeschlagen sind, verwundet sind, die fallen auf, das spüren die anderen, dass da eine Schwäche drin ist, die sind schon angeschlagen, verwundet. Und dann rottet man sich zusammen, so ist der Mensch oft, und sie hacken auf diesen Menschen herum auf furchtbarste Weise. Da können tiefste Wunden sein, wo Menschen wirklich Geschichten erzählen, wo sie tiefste Ablehnungen und Mobbing erfahren haben, schon im Kindergarten und dann noch in der Schule, wo es richtig zugegangen ist, furchtbar. Schon disponiert durch die Eltern, gemobbt, kaputt gemacht, gehackt. Und dann tut sich das immer noch mehr hineingraben in dich. Ja, ich glaub's noch, ich bin so schlecht. Manche sagen dann, ich bin noch so schlecht, ich glaube noch dran. Weil alles mit mir so umgehen, es kann nicht anders sein. Und der da oben hat einen Fehler gemacht mit mir. Weil alles so mich behandelt. Ja, du hast mich so gemacht, dass mich alle so behandeln. Versteht ihr? Und das glaubt man noch, das war eine Lüge. So bist du nicht, aber das kommt durch die Disponiertheit, wenn diese Worte von den Eltern und dann also im Kindergarten und in der Schule so hineinprasseln, dass das irgendwann sich verfestigt und du es auf deiner Festplatte abspeicherst und glaubst, dass du so bist. Und noch dich beginnst zu hassen, wie sie dich gehasst haben, weil du so schlecht bist. Das ist das Furchtbarste. Dann hat die Lüge Platz gefunden in dir. Und da kommt Jesus nicht mehr hin. Wenn du das nicht rauslässt, können wir auch Seelsorge machen bis zum Abwinken. Jesus kommt nicht hin. Die sitzen manchmal vor dir und glauben lieber, was die Menschen gesagt haben, Eltern, wie andere Leute und Schüler und was weiß ich, Umfeld, Freundeskreis. Die glauben eher das, wie sie dem Wort Gottes glauben. Das hängt so drin und ist so gespeichert und vor allen Dingen auf die Festplatte aufgeprägt, dass da einen tiefsten Eingriff braucht vom lieben Gott, dass die Menschen das loslassen und dass sie mal glauben, dass Gott sie mit ewiger Liebe liebt. Ja, ich habe alles andere außenrum anders verstanden. Die sind mit mir so umgegangen. Ja, ich bin halt so. Schau mich im Spiegel an, ja, ist ja nichts Besonderes. Und lehnen sich noch ab und hassen sich. Dabei hat die ganze Umwelt sie so disponiert und die Flüche und die Verwünschungen, diese Lügen und diese Schläge in die Seele und auf die Seele und in das ganze Innere hineingeprügelt, bis der Mensch so denkt über sich, wie sie es äußerlich erfahren, wie gemobbt wird. Schimpfwörter, Spott, sarkastische Bemerkungen, Ärgern, ständige Kritik, beleidigende Poster, Gerüchte verbreiten, Tratsch und dann ist es so. Und es geht richtig tief. Ich sag's euch, das sind furchtbare Dinge, das ist eine Kultur. Die Kultur der Rasse, Herkunft, Religion, das Geschlecht oder Aussehen werden thematisiert. Vielleicht bist du ein bisschen dicker und molliger gewesen und dann aber drauf. Nicht mehr die ganz Schöne oder nicht mehr der, wo so gut im Sport ist und dann geht's drauf. Dann fällst du durchs Raster. Und da haben manche mitgemacht und viel mitgemacht. Und das dürfen wir geben, versteht ihr? Da gibt es Mitläufer, da gibt es Zuschauer und die haben auch noch geschwiegen, die haben zugeschaut. Das hat ihr wehgetan ohne Ende.
Mitläufer, die einfach so mitmachen. Ja, wir wollen dazugehören zu denen, die irgendwo loslegen. Sonst kriegen wir noch Probleme mit denen. Und das wollen wir nicht, das werden wir nicht ertragen. Wegschauer. Mobbing ist ein System. Na? Und es tut furchtbar weh. Und das darfst du mal loslassen. Weißt du, du darfst es sogar Jesus schenken. Es ist wie ein Kreuzweg. Er hat es auch durchgemacht. Schau mal, was sie mit ihm gemacht haben. Gemobbt. Du bist der Anführer der Dämonen. Mit Beelzebub treibst du Dämonen aus. Du bist ein Lügner. Du bist ein Verführer. Mobbing ohne Ende. Sie hören nicht auf, auf ihm rumzuhacken, bis er ans Kreuz gehängt wurde. Und dann haben sie noch gespottet, ja, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab. Merkt ihr, das hat er gesühnt. Das darfst du heilen lassen. Das wird da kannst du verwundet sein, schon von Kindesbeinen. Und Jesus hat es gesühnt, diese Ablehnung vom eigenen Volk, meine Lieben. Von der religiösen Elite abgelehnt, die ihn annehmen sollten und vielleicht in der eigenen Familie noch, von den Schülern, wo du auch dazugehören wolltest und mal mitspielen, haben sie dich ausgegrenzt. Immer schön drauf auf die Schwachen. Immer schön drauf auf die Schwachen. Und was da in einer Seele geschieht, das ist ein tiefster Schmerz. Aber hier siehst du auch Jesus in diesem Jungen, versteht ihr? Oder in diesem Mädchen. Wenn es jemand so gegangen ist, bringt es zu Jesus. Es muss nicht bei jedem sein, Gott sei Dank, wenn es wohl anders ist oder es mir nicht passiert. Aber wenn es bei dir passiert ist, dann bring es, es muss geheilt werden. Dort, wo die Wunden entstanden sind, die kannst du Jesus schenken. Er hat es auch durchgemacht und er hat es gesühnt. Ja, wenn dann Gewalt noch kommt, dann werden sie wirklich niedergetroschen und auch wenn andere ausgegrenzt wurden, ja, das ist eine richtige Clique und alles Mögliche und dann wird so rumgeratscht und alles möglich gemacht. Ja. Und da ist eine Traurigkeit einfach da. Ausgeschlossen, ich gehöre nicht dazu. Und das kriegst du manchmal, diesen Makel. Oder dieses Brandmarken kriegst du gar nicht mehr weg. Überall, wo du dann hinkommst, beim Arbeitsplatz, in der Schule, immer wieder wiederholt sich's. Du kommst gar nicht mehr raus. Mein Leben ist von dem durchdrungen wie ein roter Faden. Wer zerbricht diesen Fluch? Wer zerbricht diese Festsetzungen und Fixierungen? Wer zerbricht dieses Krebsgeschwür, das auf mir drauf liegt? Diese Brandmarken. Du hast so zu sein. Wer zerbricht es? Nur Christus kann es zerbrechen, damit die Wunden geheilt wird und du liebenswürdig bist und du weißt, dass du liebenswürdig bist und diese Schönheit in deiner Seele hast, auch dazu zu gehören. Aber wenn die mal so runtergetroschen wurden in eine Isolation nach außen, nie dazu zu gehören. Die sitzen irgendwo auf der Seite bei den Gemeinschaften, in den Exerzitien, immer außen vor. Ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht wert. Und genau dich lädt Jesus ein. Dich lädt Jesus ein. Auch in dieser Einsamkeit, in dieser Isolation. Verstehst du? Das kennen wir. Ich habe selber in der Schule mitgemacht. Die haben mich gemobbt und verwundet. Wie lange habe ich daran getragen? Jahrelang, jahrzehntelang habe ich daran getragen. Und ich weiß, was es heißt, da rauszukommen. Dass das ganz ausheilt. Und wenn das dann noch weitergeht, meistens bekommen dann jene wieder ein Ehepartner, dann wirst du noch vom Ehepartner gemobbt. Ja, bist ja gewöhnt, du weißt, mit dem umzugehen. Und das Milieu, irgendwie findest du noch zurecht. Es ist halt so, mein Leben ist so. Und dann wirst du niedergemacht vom Ehegatter. Und der Fluch geht gerade noch so weiter. Na? Und dann immer schön obendrauf. Und das kann furchtbar wehtun. Und manchmal ist es auch so, die Menschen oder diese Jungen oder Mädchen, die sind dann anders,
sie können halt nicht heraus und sie sind verwundet und das sehen die anderen. Und so ist der Mensch im gefallenen Zustand. Eigentlich müssten wir anders sein. Wie sollten wir sein? Der Herr hat das Schwache auserwählt, um das Starke zu beschämen. Schaffen wir aber noch nicht. Wir müssen zuerst mal umdenken. Wir müssen die Liebe in unseren Herzen haben, um die Schwachen zu schützen. Das habe ich dann gemacht in der Schule. Ich habe mir die Schwachen ausgesucht und habe ihnen geholfen, weil ich wusste, was es heißt, gemobbt zu werden. Jetzt bin ich dankbar. Der Herr sucht die Schwachen aus und will sie heilen und sagt, gib mir das, was so weh tut. Gib mir deine Geschichte, die so weh getan hat. Schenk's mir, ich mache so viel Schönes daraus. Es ist dein Kreuz, es war mir kostbar. Und jetzt vergibst du. Jetzt vergibst du. Gib's mir. Lass es nicht in dir drin, es macht dich krank. Du wirst krank, du hast so viele Krankheiten deswegen, weil du alles reingefressen hast und mir es nicht gegeben hast. Schenk mir's. Ich mache so viel Gutes daraus und heile deine Wunden. Auch die, die dann ein bisschen molliger sind, und dann wird eben in der Weise noch drauf gezeigt, oder? Und dann isst du noch mehr. Ja? Wenn du keine Liebe bekommst und Ablehnung bekommst, dann holst du sie halt so hinein. Und dann futterst du alles rein, bis du aus den Nähten gehst und deine Form verlierst. Und dann bist du noch mehr im Abseits. Dann hasst du dich sogar. Du hasst dich, auch im Körper. Dann kommt das raus. Am Anfang warst du noch schlank, aber vielleicht gemobbt. Und dann immer mehr futtern, bis du aus der Form kommst. Ja, aber da ist dann irgendwo etwas, wo du nicht mehr lieben kannst. Du musst doch schauen, dass du in Form bleibst. Das ist gut, achte auf dich, du sollst dich lieben. Gerade ja, nicht aus den Fugen. Gib dich deinem Ehepartner schön. Schau darauf. Das werden Männer kein Kugel vor uns herschieben, oder? Ich achte auch darauf, sonst würdet ihr sagen, ja, der Pfarrer, das ist kein Kostverächter, gell? Der schlägt mal richtig zu. Der schiebt eine Kugel vor sich her. Wie beim heiligen Thomas von Aquin, da musste sie den Tisch aussägen, dass er seinen Bauch reinbekommt, versteht ihr? Ja, ist wirklich so. Aber versteht ihr, das ist gar nicht so einfach. Dann fängt es so an und dann futterst du rein. Dann tust du die Liebe reinziehen in dich. Wie oft habe ich das erlebt? Und habe ich selber, ich darf es erzählen, wir wollten ja mal eine mitnehmen nach Israel. Die ist mit dem Rollator gekommen. Ich sage, um Gottes Willen. Ich habe schon alle Inszenarien gesehen im Heiligen Land, Berge hoch, Berge runter, durch die quasi Innenstädte Jerusalem mit dem Rollator. Ah. Und ich sagte schon, ich wollte sie nicht mitnehmen. Aber der Herr hat was Größeres vorgehabt. Genau mit dieser Person, weil er in sie hineinsah, wie sie verwundet war. Und ich sagte, ich fange schon mal früh mit der Seelsorge an, wo wir mit dem Bus zum Flughafen gefahren sind. Ich sagte, stell dir mal vor, da kommt sie nach hinten. Ich sagte, ja wunderbar, jetzt kommst du gleich. Gell? Und so, ich will da was. Und in der Seelsorge der Punkt getroffen. Aber das war richtig, die hat Ausmaße gehabt, versteht ihr? Aber eben gerne gefuttert. Aber Jesus hat den Punkt getroffen und genau diese Wunde geheilt, wo sie eben die Liebe nicht bekommen hat. Und er hat sie aufgefüllt. Und dann brauchst du es nicht mehr. Dann ist sie als oft mit dem Teller bei mir vorbeigegangen. Und da ist ein kulinarisches Angebot im Heiligen Land. Ich sag's euch, bei den Buffets. Und sage, Herr Pfarrer, ich wäre an keinem Tisch vorbeigekommen. Ich hätte alles drauf gemacht. Fünfmal werde ich gelaufen. Und jetzt brauche ich nur noch das? Jesus hat ein Wunder gemacht. Und es ging ganz Israel durch. Er hat sie geheilt. Und dann waren wir unten gesessen nach Israel. Dann steht sie auf. Herr Pfarrer Fim, meine Hose labbern schon. Ich habe abgenommen. Und ich nehme immer 2 Kilo zu. In Israel. Gott hat so ein Wunder geweckt. Genau das aufgefüllt, wo du es nicht bekommen hast. Und dann futterst du rein. Dann ist eben die Nahrung und die Süßigkeiten die Kompensation dessen, wo du nicht bekommen hast.
dann gebe ich es mir selbst. Meine Liebe macht das nicht. Du bekommst es nicht selbst. Du kannst es nur durch Gott bekommen. Wenn du die Liebe von deinem Vater nicht bekommen hast, dann lass sie dir vom Vater im Himmel geben. Und wenn du die Liebe von der Mutter nicht bekommen hast, dann lass sie geben von Maria, der Mutter Jesu. Und von Jesus für jede Person, die dich verletzt hat. Futter's nicht in dich hinein. Du tust nur aus den Fugen geraten und dann hast du dich immer mehr selber. Weil du dich ja nicht gerade so schön findest, oder vorm Spiegel. Seht ihr? Und das will er heilen, das Innere. Das hat Jesus gemacht. Das, was verwundet ist, das will er innerlich heilen. Und dann geht es bergauf. Das innere Kind, der innere Junge, der so verwundet wurde und gemobbt wurde und geschlagen wurde und verwundet ist. Und so viele Wunden innerlich in der Weise bluten. Es blutet etwas. Aber der Herr stoppt die Blutung. Die Verdemütigungen, die Drohungen, die Beleidigungen, die Herabwürdigungen, die Schikanen, die Nachstellungen, die Ausgrenzungen. Und was ist das? Mobbing. Geht bis ans in den Arbeitsplatz. Das ist nochmal ähnlich aufgelistet. Wir können eigentlich so die Intrigen, die Über- und Unterforderung, Verleumdung, Lügen, Diskriminierung, Herabwürdigung, Erpressung, Ausgrenzung, Gewalt, sexuelle Übergriffe, dann kommt noch das dazu, dass man dann nochmal verwundet wird, meistens die schon verwundet werden, dann laufen sie noch in Vergewaltigungen hinein, werden nochmal noch mehr stigmatisiert, verdemütigt und die Würde, die man hat, noch mit Füßen getreten. Oder verbale oder nonverbale Attacken, dann hängt das drauf und du bekommst es weg. Es ist wie eine Last. Es ist wie eine Zwangsjacke, die um dich gebreitet ist, die tut dich irgendwo innerlich total beherrschen. Du kriegst sie nicht weg, keiner zerreißt sie. Nur Christus kann sie zerbrechen und durchbrechen, weil wenn der Sohn befreit von all dem und ihn heilt, der ist frei und er ist heil. Und das, meine Lieben, das, was hier steht, das schlucken wir gerne runter. Dann geht es bis in den Darm hinein und dann gibt es eine geistige Darmverschluss. Dann hängt es unten drin und wird nicht mehr verdaut. Es hängt drin. Aber dann gibt es Darmkrebs, dann gibt es Probleme in der Verdauung, dann gibt es aus dem heraus, erkennen wir immer mehr, kann wirklich sein, muss nicht immer, aber kann sein, dann gibt es Immunschwäche, weil das ganze Immunsystem im Darm eben, der Verdauungstrakt und das Immunsystem ist ja dort gelagert, dann bekommen sie alle Krankheiten, Nahrungsunverträglichkeiten und dann geht es einfach, versteht ihr, nicht mehr weg. Du verdaust das nicht mehr. Es geht nicht mehr weg. Und Gott muss dir ein Abführmittel geben, dann geht's raus. Eine geistige Verdauung. Sonst gibt es wirklich tiefste Verwundungen, habe ich auch schon gehabt, einige, wo wirklich dann Nahrungsunverträglichkeiten hatten und wo das Zeug mal da unten raus ist, die Traumata, die da unten drin hängen. Was ist passiert? Der Mensch konnte wieder alles essen. Jesus hat einfach geheilt. Hier steht, ist wirklich etwas, wo Zusammenhänge sind, wo das Geistige, was du nicht verdaust, ins Körperliche hineinstrahlen kann. Oder, ganz, ganz entscheidend, wenn dieser Selbsthass da ist und du dich ablehnst, selbst bestrafst und alles Mögliche mit dir machst, wisst ihr, was da rauskommt? Wo ich Autoimmunerkrankungen hatte, habe ich immer gefragt, können Sie sich lieben? Und ich habe so eine gewaltige Trefferquote gehabt, alle 100%. Ich sag's euch, 100%. Sagen mir auf den Kopf zu, nein, ich hasse mich.
Was geschieht dann?